XPeng nimmt in seiner Heimat ab sofort Reservierungen für sein viertes Modell G9 an. Im Zusammenhang mit dem Vorverkaufsstart in China nennt XPeng auch nähere technische Details des Modells, das von Anfang an auch für internationale Märkte konzipiert wurde. Alles, was man über den XPeng G9 wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Leute, ab jetzt könnt ihr Kanalmitglieder werden und mit dieser Mitgliedschaft habt ihr einige Vorteile. So gibt es Logos für treue Fans, spezielle Emojis, aber auch, was noch wichtiger ist, Vorabzugriff auf neue Videos. Außerdem gibt es eine eigene Playlist mit meiner Musik, die ständig mit mehr Tracks vergrößert wird. Damit unterstützt ihr zudem auch meinen Kanal. Also fackelt nicht lange und werdet Kanalmitglied. Weiter geht's. Erstmals gezeigt wurde der G9, genauer gesagt nur das Exterieur, im November 2021. Neben dem Karosseriedesign gab es damals nur rudimentäre Infos zum Fahrzeug. Nun gibt es einen ersten Blick auf den Innenraum und die technischen Daten. Der G9 ist im Markt der mittelgroßen bis großen Smart Electric SUVs positioniert. Er sieht ohne Frage aus wie eine SUV-Version der XPeng P7 Limousine. An der Vorderseite verfügt das Auto über den charakteristischen ultraflachen LED-Lichtstreifen in voller Breite, separate Scheinwerfer mit zwei LiDAR-Sensoren, eine glatte Maske anstelle eines herkömmlichen Kühlergrills, einen unteren Lufteinlass mit Maschenmuster und eine elegant gestaltete Motorhaube. Von der Seite wirkt der G9 recht elegant. Man erkennt die ordentlich gestalteten Türverkleidungen mit glatter Oberfläche und bündigen Griffen sowie klobige 21 Zoll Leichtmetallräder mit 5 Speichen. Am Heck ahmt der G9 erneut das Aussehen des P7 nach, mit Rückleuchten in voller Breite und dem Schriftzug XPeng in Blockschrift. Allerdings wirken die Rückleuchten beim SUV größer. Der XPeng G9 ist das erste Modell mit neuem Markenlogo. Die bestehenden Modelle G3i, P5 und P7 werden ab der zweiten Jahreshälfte den neuen Markenauftritt annehmen. XPeng G9 L-Könige wurden mehrfach in ganz Europa beim Testen erwischt. Der vollständig in Camouflage gehüllte Prototyp wurde zum Beispiel in Matosinhos in der Nähe von Porto in Portugal geparkt. Neu ist, wie gesagt, der Blick in den Innenraum. Dort weicht XPeng vom bisherigen Konzept seiner Flaggschiff-Limousine P7 mit einem Hochkant-Touchscreen in der Mittelkonsole ab. Im G9 sind zwei Touchscreens quer verbaut, einer in der Mitte und einer für den Beifahrer. Jeder der Screens ist 14,96 Zoll groß. Also vergleichbare Abmessungen zu dem Bildschirm im Tesla Model 3 und Y, nur eben zwei Einheiten nebeneinander. Zusätzlich gibt es ein kleineres Cockpit-Display für den Fahrer. Das Armaturenbrett ist elegant und hat ein umlaufendes Design, das das Gefühl von Geräumigkeit verstärkt. Eine geschwungene, brückenartige Mittelkonsole schließt sich schnell an dieses Armaturenbrett an. Es integriert elegant eine schlanke und breite Klimaanlagenöffnung und zwei Getränkehalter und scheint auch zwei Smartphone-Ladegeräte zu haben. Darunter befindet sich ein offener Lagerbereich, in dem die Insassen eine kleine Tasche zum Beispiel aufbewahren, ein Tablet ablegen oder ihr Mobilgerät aufladen können. Das unten abgeflachte Zwei-Speichen-Lenkrad passt gut zum minimalistischen Thema. Der XPeng G9 ist 4,89 Meter lang, 1,93 Meter breit und 1,68 Meter hoch. Der Radstand bemisst sich auf ziemlich genau 3 Meter. Laut XPeng verfügt der G9 über das X-Power 3.0 Antriebssystem der neuen Generation des Unternehmens mit Chinas erster 800 Volt SiC-Plattform in Massenproduktion. Der G9 hat eine DC-Spitzenladeleistung von bis zu 480 kW und das Aufladen für nur 5 Minuten ergibt eine Reichweite von bis zu 200 km. Es verfügt außerdem über die elektronische und elektrische Architektur XEEA 3.0. Es werden mindestens zwei Konfigurationen angeboten, eine Konfiguration mit einem Motor und eine mit zwei Motoren. Erstere hätte einen 230 kW Motor und letztere würde eine Kombination aus 230 kW Motor und einem 175 kW Motor verwenden, wobei die Maschine mit geringerer Leistung wahrscheinlich vorne montiert wäre. Die Top-Version sollte in der Lage sein, in weniger als 5 Sekunden von 0 auf 100 km/h zu beschleunigen. Beide Konfigurationen haben eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h. Laut einem am 9. Juli 2022 veröffentlichten Bericht von Autohome wird der G9 sowohl in der 2WD als auch in der AWD-Variante über einen 98 kWh Lithium-Ionen-Akku verfügen.
Die 2WD-Variante verbraucht 15,2 Kilowattstunden auf 100 Kilometer und liefert eine Reichweite von 702 Kilometern. Der Energieverbrauch und die Reichweite der AWD-Variante betragen 16 Kilowattstunden auf 100 Kilometer bzw. 650 Kilometer. Die Reichweiten und Energieverbrauchswerte beider Varianten stammen aus einem neuen amtlichen Prüfzeugnis und sind somit verlässlich. Es handelt sich jedoch um CLTC-Zahlen, die im Vergleich zu den WLTP- oder EPA-Zahlen ziemlich großzügig sind. XPeng Motors hat bestätigt, dass es die Funktionen wie XPilot 4.0, 5G-Konnektivität und Firmware-Over-the-Air-Upgrades im G9 anbieten wird. So ist es das erste Modell des Unternehmens mit XPilot 4.0 und Chinas erstes Modell, das eine Gigabit-Ethernet-Kommunikationsarchitektur implementiert. XPilot 4.0 ermöglicht das szenario-unterstützte Fahren vom Fahrzeugstart bis zum Parken. Dank der Gigabit-Ethernet-Kommunikationsarchitektur dauert ein Firmware-OTA-Upgrade nur eine halbe Stunde. XPeng Motors begann am 10. August 2022 mit der Annahme von Vorbestellungen für den G9 in China. Das Unternehmen plant, den neuen Elektro-SUV im September 2022 auf seinem Heimatmarkt einzuführen, sagte Xiao Peng, der CEO von XPeng. Er bestätigte, dass das Unternehmen bald nach dem Start mit den Lieferungen beginnen wird. Der G9 wird das beste SUV sein, der unter 72.435 Euro kostet, sagte er. Wie gefällt euch der XPeng G9? Ist eine Ladeleistung von 480 kW in naher Zukunft überhaupt denkbar? Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht, auf meinem Instagram-Kanal vorbeizuschauen. Den Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!